Heute zeige ich euch mal dieses Fahrzeug von 1910 oder 20. Ein Ford Tennessee. Nachbau, wie man sieht. Von unten sieht er dann so aus. Jetzt fordert er gleich erstmal der Akku raus, er liegt hier so lose drin. Hier hinten hat er ein Differential, wie man sieht. Kardanwelle, hier ist der Antriebsmotor. Hier das Lenkservo. Scheinwerfer drauf. Der Akku liegt hier hinten drin. Der Empfänger ist hier unter. Kann man nicht sehen von hier aus. Und eine Hupe hat er. Man beachte, die Tür geht auch auf. Tada! Ja, und dann machen wir noch eine Probefahrt. Genau. I will build a motor car for the great multitude. Constructed of the best materials, by the best man to be hired, after the simplest designs that modern engineering can devise. So low in price that no man, making a good salary, will be unable to own one and enjoy with his family the blessing of hours of pleasure in God's great open spaces.